Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es ein sehr, sehr besonderes Video. Ich habe so ein bisschen versucht, so mal als kleines Special-Video auszumustern. Und zwar, ja, man sieht es ja schon am Titel, es ist mein 100. Shakes and Fidget-Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme. Und ja, das hat mir so ein bisschen Anlass gegeben, ja, so ein kleines Special-Video zu machen. Nichts Großartiges. Und dazu hatte ich mir dann folgendes Konzept überlegt. Das passt ganz gut zum aktuellen Anlass. Denn ihr seht ja gerade, spiele ich in der neuen Version Shakes and Fidget 3.0. Und in dem heutigen Video möchte ich euch alle drei Versionen zeigen, die es bisher so in Shakes and Fidget gab. Ja, angefangen jetzt hier von SF 3.0, das jetzt noch momentan in der Beta ist. Danach geht es dann rüber auf dem anderen Server. Jetzt befinden wir uns gerade auf W27. Danach gehen wir rüber auf S31. Da spielen wir in der 2.0er Version, also die jetzt momentan gerade noch aktuell draußen ist. Und zum Schluss werden wir rübergehen in die erste Version. Ja? Da das ziemlich schwierig ist, sag ich mal, in Form des Ingame-Materials, sag ich mal, zu bewerkstelligen, machen wir das Ganze in Videoform. Besser gesagt als Reaction mehr oder wie. Ja, guten Tag. Das ist ja nett. Jetzt mit Voice Acting hier, das wusste ich noch gar nicht. Wir werden nämlich auf mein allererstes, zum Anlass auf mein allererstes Shakes and Fidget Video, sag ich mal, mehr oder weniger reagieren. Ich werde mir das anschauen, wir gucken uns das gemeinsam an, wie das Ganze damals aussah und was ich da für einen Stuss erzählt habe. Und damit starten wir heute in die 100. Folge Shakes and Fidget. Das Schicksals erwarte dich. Alter! Wie nice! Das, ich hatte gar nicht gewusst, dass sie hier richtige Voice-Actor hier eingestellt haben für, Willkommen in meinen Stallungen. Richtig krass. Find ich nicht verkehrt, ey. Nicht schlecht. Ja, muss ich schon sagen. Früchte momentan hier auf W27 läuft nicht so gut. Heute haben wir es Donnerstag jetzt, gerade wo ich das Video aufnehme. Und ich hatte letzte Woche den Tag verpasst bei Wasser. Ja, und deshalb muss ich mir heute ein bisschen Alu aufheben, damit ich heute Nacht den Tintag finden kann im Gammelforest, damit ich den auch endlich habe. Ich bin sowas von hinterher. Ich habe jetzt Okodil ein bisschen mehr gefüttert hier auf dem Server und leider musste ich auf den ausweichen. So, erstmal muss ich jetzt hier mein Inventar checken. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier ganz viele Wasserfrüchte, ja. Kommt halt dadurch zustande aus dem erklärten Grund von eben gerade. Das heißt, wir müssen mal unbedingt hier ein bisschen was loswerden, und zwar an Wasser. Ja, es geht leider nicht anders. Okodil muss leider ein bisschen was übernehmen. Schade, dass die Früchte noch nicht im richtigen Inventar stacken, sag ich mal. Sondern nur hier, was für mich irgendwie keinen Sinn macht, würde ich mal so behaupten. Weil wenn sie hier stacken, warum stacken sie denn nicht im normalen Inventar hier? Das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Aber da werden sie bestimmt auch ihre Begründung für haben. So, wir schauen. Ja, genau wie mein Geduldsfaden. Ja, aber ey, finde ich cool. Sie geben sich auf jeden Fall Mühe hier, was das angeht. Wusste ich gar nicht. Und im Hintergrund haben wir gerade S31. Da werden wir aber in Kürze rüberspringen. Stopp! Du machst mich arm! Verdammt! Wie machst du das? Das ist ja lustig. Ja, okay, gut. Für mich relativ uninteressant, weil ich sowieso meistens ohne Sound spiele. Ist aber jetzt im aktuellen doch relativ, relativ interessant, weil ich das alles noch nie gehört habe vorher. Was können wir denn noch machen? Gibt es hier noch irgendwas, was Sound verursachen könnte? Der Schmied? Ja. Okay, gut. Sonst irgendwas, das hier ist ein schönes Geschlossenzeichen jetzt. Jetzt kommt man hier nicht mehr rein. Okay, ist auch neu. Habe ich bisher noch nicht so gesehen. Auch hier der Hintergrund von den ganzen Dungeons sieht jetzt sehr nice aus hier. Zirkus des Grauens, sehr gut gestaltet das Ganze hier in der neuen Version hier in 3.0. Wo können wir noch hin?
Unterwelt, ne? Da könnte man eventuell nochmal nachschauen. Hier Festung. Momentan nicht sehr viel los. Ich habe immer noch 21 Soldaten hier, weil irgendwie mich keiner angreifen möchte, ja. Unterwelt. Haben wir hier irgendwas? Nee, keine neuen Sounds. Held anlocken mache ich heute Abend. Besser gesagt in 2 Stunden 18. Da, ja, ne, ihr seht es gerade, meine Folterkammer baut aus. Und dann kriegt man natürlich ein bisschen mehr Boni-Standard drauf. Ja, und dann sind wir hier auf V27 erstmal soweit durch. Ich habe hier jetzt ja eine neue Waffe hier so, also ein bisschen aufgerüstet. Dafür habe ich meine Epics jetzt ein bisschen ausgetauscht. Habe ja ein, zwei, ja, das habe ich hier durch einen eben gerade gelegten Dungeon bekommen. Habe da aber noch nicht den guten, noch keinen guten Edelstein dafür und den möchte ich noch nicht rausnehmen. Ich warte da lieber ab. Und ja, dann schauen wir mal rüber auf S31 und wir begeben uns jetzt von der Version 3.0 in Version 2.0. So, hier sind wir auch angelangt und dann sieht man die gewohnte Umgebung jetzt, die ja, sehr gewohnt ist. Ja, also das, was man schon so kennt und was einem vertraut ist, hier geht natürlich alles ein bisschen fixer vonstatten. Zumal ich hier auch nicht so viel Probleme habe mit dem Platz, weil ich das relativ schnell alles los werde. Ich habe diesen Struggle nicht mehr, dass ich irgendwie Früchte sparen muss, um das und das Pet irgendwie zu füttern oder so. Das ist bei mir hier nicht der Fall. Ich kann einfach so wahllos irgendwen angreifen und ja, kann dann hier meine Ressourcen stacken. Ansonsten Klo. Schade, heute schon was reingeworfen. Ich vergesse es irgendwie fast jedes Mal. Ich würde gerne hier meinen edlen Tropfen da reinwerfen. Ja, dass ich den dann meinem Begleiter geben kann und von da aus dann ein dementsprechendes Item zum Schmied bringen kann oder so. Handschuhe ist ganz nice. Und hier auch nochmal 20 Millionen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da haben wir wieder zwei Items, sind wir wieder zwei Items losgeworden. Und dann können wir hier weiter drehen. Ja, auf dem Server drehe ich ja hier 20 Mal am Rad, auf dem W27 Server bin ich mir noch nicht so sicher. Ich tendiere eher zu Nay als Yay. Ja, und hier auch bald wieder, kurz vor den Level-Up. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr noch Level 450 schaffen werde. Es neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen dieses Jahr. Und ja, es dauert relativ lange. Achso, hier natürlich auch 180. Ein Erfolgserlebnis auf dem Server, was ich mit euch teilen möchte. Ich habe es gestern schon im Stream gezeigt. Und zwar gehen wir dafür mal zur Post, zu den Kämpfen. Und ha, ja, ihr seht schon, ihr seht schon. Ja, von Tuttle. Ah, von Tuttle haben wir endlich gelegt bekommen, ja. Es hat sehr, sehr lange, also ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, bestimmt 2-3 Monate, hundertprozentig, ja. Ja, und zwar haben hier meine Magier sehr gut reingehauen, wie ihr seht, 90 Millionen, dann nochmal ein 82er Crit. Und ja, ich glaube meine Kunigunde, genau so. Weiß ich nicht, hat die hier viel? Nö, geht so. Aber dann komme ich nochmal, 81 Millionen, 74 Millionen und 35, ja. Aber dann habe ich ganz knapp überlebt und dann einen knapp 100 Millionen Crit rausbekommen. Und ein 720er ja, Item bekommen, 3er Attribut. Habe ich auch momentan ausgerüstet. 938er Intelligenzstein drin. Ich hatte nochmal heute meine Gilde nochmal eine Rundmail geschickt, dass sich ein paar Leute ja, ein bisschen, sag ich mal, mehr so der Ritterhalle verpflichten können. Wenn man das sich hier so anschaut, hier der gute Nosebam, der hat die schon auf Stufe 20 mit 362. Grüße gehen raus an der Stelle. Und dann haben wir hier zum Beispiel einen, der hat 14. Na gut, der ist auch nur 380, aber wenn man mal ein bisschen höher schaut. Ja, ein, zwei Leute haben schon ein bisschen was ausgebaut jetzt. Hier zum Beispiel 423 und Stufe 16 da oder hier Stufe 15, da geht auf jeden Fall noch deutlich mehr. Ist ja nur zum, ja, zum Wohle der Allgemeinheit und ja gut, der ist hier inaktiv, aber hier Stufe 15, da kann man auch noch ein bisschen mehr, also wir haben schon eine gute Ritterhalle, aber ja, es geht halt immer noch ein bisschen mehr, ne? Ich bin halt so eher perfektionistisch
veranlagt, was die ganze Sache angeht. Und das würde uns ja eventuell auch ein bisschen weiter voranbringen in der in der internationalen Gilden Hall of Fame. Wir sind jetzt auf Platz 31, so wie unser Server auch. Waren ganz, ganz lange Zeit auf Platz 30 gewesen und mit 29 so ausgetauscht, so ein bisschen. Das meine ich so. Das sind vielleicht so ein paar Prozente. Das würde vielleicht ein, zwei Plätze so ausmachen. Ja, natürlich auch davon abgesehen, dass wir hier ein, zwei Leute, die ja sehr stark sind, sag ich mal, also sehr, sehr stark, aber leider inaktiv geworden sind, mehr oder weniger, und keine Pots so richtig haben. Na, er hat noch zwei hier. Ja, da geht halt immer noch so ein bisschen mehr, sag ich mal. Ne? Hier zum Beispiel ist auch einer, der ist auch schon sehr, sehr lange nicht mehr online gewesen. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Umso weiter können wir natürlich vorankommen in der internationalen Rangliste. Ja, aber wenn es nun mal nicht geht, dann geht's nicht. So, aber man kann natürlich versuchen, das Beste draus zu machen. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, auch durch. Wir können mal in die Unterwelt schauen. Habe ich hier meine Kämpfe schon? Nö, dann machen wir die mal noch fix. So, dann gehen wir noch mal ganz kurz rüber auf die Welt 27, weil da ist auch mein Quest durch. Und dann schauen wir mal uns das allererste Video von mir an, was Shakes & Fidget angeht. Nicht mein allererstes Video auf dem Kanal. Das ist noch ein bisschen länger her. Ja, na klar, kann ich. Das ist gar kein Problem. Was nehmen wir denn da? Haben wir hier Gammelforest? Aha, da haben wir Gammelforest am Start. Das heißt, ich werde hier jetzt stoppen auf dem Server. Das heißt, ich werde hier... muss hast du Lust, meine Schicht zu übernehmen? Eigentlich nicht, aber ja, wenn es dafür ein bisschen Kohle gibt, mache ich das mal auf 20 Uhr. Ich glaube, ab 19 Uhr gab es... Ja, machen wir mal 19 Uhr. Ich glaube, ab 19 Uhr fängt nachts an oder abends. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber ich werde es ja dann sehen, wenn sich das Design hier ein bisschen verändert hat. Entschuldigung. Und dann werden wir mal uns das allererste Video anschauen. Ich habe schon offen. Hier ist es. Ja. Wir können mal schauen, Shakes & Fidget, das Spiel und wie es funktioniert. Habe ich damals, das allererste Video war mehr so ein Tutorial, damit die Leute auf meinem Kanal Bescheid wissen, was ich da denen gerade antue und so weiter und so fort. Am 31.12.2014 hochgeladen. Also ist jetzt schon, ja, jetzt fast, also fast genau, na, ein bisschen 4 Jahre her. Hab mir damals, ja, nee, ja, doch, herzlich willkommen zu dem ersten Video von Shakes & Fidget. Ja, genau, das ist so ein bisschen einsteigermäßig das Ganze. Dann schauen wir mal rein. Ich werde mal gucken, wie ich das am besten mit der Kamera löse, dass ich die vielleicht verschieben werde. So, und dann schauen wir mal. Damals, ich mach mal ein bisschen lauter. Damals habe ich noch so ein richtig, ja, so ein richtig schönes Template genommen, so vorgefertigt und da einfach meinen Namen eingefügt, weil es damals cool war. So, und dann, ich wollte auch ein cooles Intro haben. Und das war das Endergebnis davon, ja. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich eine neue Serie starten mit diesem Video, die sich nennt Shakes & Fidget. Ja, meine Stimme hat sich da minimal anders angehört vor 4 Jahren. Ist natürlich auch logisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt schon jetzt so piepsig war. Vor 4 Jahren ist ja jetzt auch noch nicht. Also da war ich jetzt auch schon aus dem Stimmenbruch raus gewesen, sag ich mal. Aber ganz zum Anfang, so die ersten Videos, die ich so mit Kommentar hatte, jetzt abgesehen von Shakes & Fidget, da war noch ein bisschen andere Stimme am Start. Aber es ist schon ein Unterschied zu erkennen und vor allen Dingen das Design. Ey. Ah, da kommen direkt so die Erinnerungen wieder hoch von damals, so als alles noch... ja, quasi in 2D so zu sehen war, mehr oder weniger, wo du denn, ja, dein Bild hier an der Seite hattest. Damals noch nicht großartig viel gegeben auf, ja, die Bearbeitung, das heißt, die Ränder sind hier oben so zu sehen. Ja, naja, was willst du machen? 72 Pilze? Die meisten von euch werden dieses Spiel also wahrscheinlich schon kennen. Mich hat es so in den Bann gezogen, dass ich euch es nicht verheimlichen möchte, auch mal ein Video davon zu präsentieren. Und hier unten noch Skype offen, Fraps, mit Fraps aufgenommen, hat sich mittlerweile auch verändert. Und hier mit diesem ersten Video möchte ich euch erstmal zeigen, was ist überhaupt Shakes & Fidget, cool. Wie spielt man Shakes & Fidget und warum damals macht aber auch schon so viel animiert Spaß. Hier mit den Wolken und so. Ja, Shakes & Fidget ist kostenlos spielbar, der Link ist auch unten in der Beschreibung. Es ist ein MMORPG im Comic-Look-Design. Ich bin auch richtig Mühe geben. Und es erbraucht keine Installation oder einen Download. Ja, ihr könnt euch hier einen Charakter erstellen, einen sogenannten Helden. Der spannende Abenteuer besteht.
Ich habe da einfach die Beschreibung von Shakes with Fidget einfach vorgelesen. Ja, aber besser geht es ja nicht zu erklären eigentlich, ne? Oder? Ja, und was gibt es sonst hier noch so zu sehen? Ich bin mal gespannt, welches Level ich war. Das weiß ich jetzt nämlich allerdings nicht mehr. Ich werde mir auch nicht das komplette Video anschauen, sondern vielleicht ab und zu mal hier und da ein bisschen durchskippen, wo es interessant sein könnte, weil ich habe das schon sehr ausführlich erklärt. Steht und Mitarbeiter in der Arena plättet oder ihr könnt auch Erfahrung sammeln, Gold und Ehre. Wir schauen mal ein bisschen weiter, nur ein bisschen vom Und Spiel damit sehen. auch hoch Ja, ist, jetzt ja, dann erkläre ich werde ich das euch Game dieses so. Spiel ein bisschen näher bringen. Ja, bring uns das mal Als näher. erstes haben wir hier oben natürlich erstmal das Das Gold und Gold. das Silber. Das Das Silber ist Silber. eigentlich Ja. so gut. Ja, das Silber haben wir. Hier oben Aha, die in der Taverne. Taverne. Sieht noch genauso aus wie heute. Hier habt ihr jeden Tag Abenteuerlust. Erkläre ich das Diese Spiel wieder ein bisschen? braucht ihr, um Quests zu erhalten. Die Da war ich Quests richtig, erhaltet ihr hier richtig bei eurem serious gewesen, Questgeber, ja. wo ihr dann Aber mal so drei richtig. Quests zur Auswahl habt und wo ihr euch eine auswählen könnt. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier als Da sind noch Beispiel. die ganzen Zahlen Aber zusammengeschrieben, so. vorher Das hat man ja jetzt auch gucken wir nicht mehr. erstmal, was hier noch alles sich befindet. Hier hinten haben wir einen Dealer. Hier könnt ihr euch, ja, hier könnt ihr ein bisschen Schau mal ein bisschen weiter. den Barkeeper auch genannt. Und dafür kriegt ihr 20 Abenteuerlust. Und wie gesagt, damals 20 schon und das komplett wäre dann Free-to-Play 10 unterwegs gewesen. Mittlerweile nicht mehr. Abenteuerverlust, was man verliert. Aber damals schon. Ja, hier hinten sehen wir noch ein kleines WC-Schild. Da kommt ihr erst Drück im mal rauf da. späteren Verlauf des Spiels hin. Und Aha. zwar ab Level 100. Auf 100, Ich okay. komme da schon hin, weil ich schon über Level 100 bin. Da. Guck mal hier. 199, so sah ich damals aus. Ja, genauso wie heute. Damals noch ein Fan gewesen von den. Ja, gut, damals gab es noch keine Edelsteine und keine Slots für die Items. Da war ich noch ein Fan gewesen von Only, ja, Schadenswaffen. Da war ich noch nicht so der Vertreter von den Dreier-Attributen-Waffen, sondern mehr so auf den Trip. Und natürlich das erste Video von Shakes & Fidget zum Levelaufstieg zu Level 200. Auch sehr episch, muss ich sagen. Klo-Aura Level 9. Und da könnt ihr diverse Gegenstände reinwerfen, die ihr auch im Spiel erhaltet durch die sogenannten Quests. Muss um die Weihnacht, Und ja, war auch um die Weihnachtszeit, man sieht es an den, an dem Equipment. Habe ich mir damals nicht erpilzt. Irgendwie hatte ich damals, ja weiß ich nicht, ein bisschen mehr Glück gehabt, was das angeht. War ja zu Weihnachten gewesen, das Video. Und das werden wir jetzt mal tun. ja, habe ich hier 1, 2, 3, 4 Weihnachtsitems. Wir haben hier sogenannte Epic-Sachen und Sachen, die nicht episch sind. Ja. Ah, da haben wir Und dann was sehen wir, dass reingeworfen. sich hier der Füllstand, dann Das kriegen wir hat, auch. ich habe es wirklich sehr ausführlich erklärt, das Game. Also deswegen geht das Video geht auch 19 Minuten tatsächlich. Ja, werden wir nicht alles von schauen, aber so ein bisschen mal das Design beobachten, gucken, wie sich das Spiel so ein bisschen verändert hat. Ich gehe jetzt weniger auf mich selbst ein, weil ich habe mich jetzt nicht großartig verändert, würde ich sagen, in der Zeit, sondern halt wirklich mehr so auf das Optische von damals im Vergleich zu heute. Auch ein Epic. Und passt ja auch jetzt momentan halt wirklich auch, da ja jetzt bald. Meine Quest ist durch. Da ja jetzt bald 3.0 full released wird. Deswegen passt das zum Anlass auch und weil es halt das 100. Video ist. Ganz gut. Aus der Toilette heraus. Aber wie gesagt, da kommt er erst im späteren Verlauf des Spiels hin. So, was haben wir denn noch Wie wir hier das Gold Schönes? später noch brauchen. Das Gold werden wir später noch brauchen. Ja, wir sind Fliegen, zur Stadtwache bekämpfen. hier. Ach nee, das ist die Arena erst. Ja. Damals gab es noch keine Bildchen, die man anklicken konnte. Das gab es noch nicht. Man hat nur den Namen gesehen, die Stufe und die Gilde hier. Es war schon ein bisschen, ja, verrückt. Verrückte Zeiten auf jeden Oder gegen Fall. sie verlieren. Das könnt ihr aber auch erst ab einer Jo, bestimmten. man konnte ja auch die ganze Zeit so durchskippen. Das stimmt, das geht ja jetzt auch nicht mehr. Guck mal, Höllschreis Wille. Da konnte man noch seine eigenen Gildenmitglieder angreifen in der Arena. Und man konnte halt die ganze Zeit Stufe. durchskippen, wen man haben Und wollte. zwar ab Level 50 erhaltet ihr hier in der Taverne, wo jetzt gerade der Quest abläuft, Spiegelstücke. Diese Ah, Spiegelstücke müsst ihr Spiegelstück. zusammensetzen. Die Stadtwache. Stadtwache, Da also kommen wir jetzt gezeigt. gerade nicht hin. Das unterbreche ich mal. Zack, so sieht das aus. Sieht auch noch Nur mal genauso aus kurz wie als heute Beispiel. eigentlich. Da könnt ihr von 1 bis 10 Stunden alles einstellen und dafür bekommt ihr einen So, für was 5 haben wir denn noch hier Schönes? alles Wir gucken mal ein dabei. bisschen weiter. Da kommen wir jetzt zum Man Charakterbildchen. enthält natürlich, Ja, wie es das schon hat der Name natürlich sagt. schon ein bisschen optische Unterschiede ja, angenommen. Zu dem jetzigen auf jeden Fall sieht das schon ein bisschen besser aus. Und natürlich in der neuen Version noch besser und noch schärfer, das ist ganz klar. Ja, aber es sah schon Verschiedene Waffen anders und aus damals. Ausrüstungsgegenstände, die ihr kaufen könnt. Der Waffenladen, genauso wie der Zauberladen, Hier auch, ja. refreshen immer um pünktlich 0 Uhr. Das geschieht auch mit der Taverne hier, mit der Abenteuerlust. Das wird auch
immer pünktlich um 0 Uhr refreshed und dann bekommt ihr immer 100 Abenteuerlust. Damals. Fünf Itemplätze. Musste man irgendwie mit auskommen. Hat man aber damals auch gut hinbekommen, weil damals gab es noch keine Edelsteine, die du dir aufhebst. Oder ja, ich mache zum Beispiel für Begleiter oder neue Items oder so. Und es gab auch noch keine Früchte, die du dir aufheben musst, weil du täglich nicht alles zu verfüttern schaffst oder so. Es gab kein Glücksrad, wo du Ressourcen rausbekommen hast. Das ist auch nochmal ein Platzfresser auf jeden Fall. Und dann haben fünf Plätze einfach gereicht, ja. Sieht heutzutage ganz, ganz anders aus. Ganz anders. Aber damals hat es echt gelangt, auf jeden Fall. Man hat sich natürlich trotzdem beschwert. Es geht natürlich immer mehr heutzutage. Es ist immer noch so, aber es hat gereicht. Täglich, die ihr machen könnt. Ja, hier im Zauberladen gibt es noch einen kleinen Gag. Ab Level 66 bekommt ihr das nämlich Buch. Hier hinten ein unauffälliges Buch, wo ihr dann zur Hexe gelangt. Ja, sieht das auch anders hier aus. Hier im Hexenkessel könnt ihr natürlich verschiedene Sachen reinwerfen. Ja. Gegenstand, den ihr eigentlich so im Laden Gegenstand kann man verzaubern, das stimmt. So, wir schauen das mal ein bisschen weiter. Euer Gold nach oben geht, Erfahrung. Ich hab wirklich alles in diesem Video erklärt. Alles, was geht, was zu den damaligen Verhältnissen möglich war. Ich habe das Spiel komplett auseinandergenommen. Also wirklich natürlich. Ja. Theoretisch gesehen natürlich. So, der Stall. Dafür. Sieht auch fast so aus wie heute, würde ich sagen. Zum Beispiel der Greifdrache. Das ändert sich natürlich alles jetzt mit der neuen Version. Aber da noch komplett. Ja, der Pilzdealer, der sieht heute auch schon ein bisschen anders designt aus als damals. Damals gab es noch hier dieses. Ja, man könnte jetzt schon fast Parallelen zum heutigen Glücksrad ziehen, was hier so angeordnet ist von damals. Ja, aber so sah damals der Pilzdealer aus. Ich habe 10 Euro rein investiert, aber mehr werde ich auch, denke ich mal, nicht machen. Oh! Ach so? Ja gut, dann war ich wohl doch nicht komplett Free-to-Play unterwegs. 10 Euro habe ich damals rein investiert. Ja gut, dann tut es mir leid, dass ich euch bis dato angelogen habe. Ich habe 10 Euro. Das habe ich ja gar nicht. Ey, oh, okay. Ja gut, aber ja, 10 Euro. Habe ich wahrscheinlich damals auch für die Gilde oder sowas genutzt und weniger für mich. So, jetzt kommen wir zum Charakter. Da ist der Charakter, ja. Und da gibt es natürlich richtig viel, was sich verändert hat und was leider auch weggegangen ist, ja. Hier diese ganzen Sachen, die gibt es in dieser heutigen Form so richtig nicht mehr, sag ich mal. Man hat damals seine gewonnenen Angriffe gesehen. Ich glaube zu meinen, das war das hier gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das habe ich schon auf Platin gehabt hier. Oder ist das noch, ich glaube, das ist Platin, oder? Oder war Gold das? Nee, Platin gibt es noch, glaube ich, ja. Irgendwie hast du ab 10.000 Angriffen hast du dann irgendwie Platin bekommen und hast dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Attributpunkte dadurch mehr bekommen. Und du hast halt aber deine gewonnenen Angriffe gesehen. Das fand ich sehr cool, weil die haben wir damals so gefarmt. Jeder wollte irgendwie die meisten Gewinne haben. So. Und das finde ich schade, dass es heutzutage das so in der Form nicht mehr gibt. Ansonsten ist hier unten das Sammelalbum zu sehen. Es gibt jetzt keinen Knopf, wo man da drauf drücken konnte, so wie heute jetzt. So ein rundes Symbol. Und hier hast du halt noch deine. Ja, da hast du halt auch noch was dafür bekommen. Da haben wir uns damals tatsächlich ein ganz klein wenig hochgeboostet, muss ich sagen. Das fällt mir jetzt so ein bisschen wieder ein. Wir haben uns damals Freundschaftseinladungen konnte man hier drüber schicken. Und dann hast du hier auch so ein Symbol gehabt, wo du dann die Freundschaftseinladungen siehst und wie viel du schon eingeladen hast. Und dafür hast du halt auch Attributpunkte bekommen. Ich rede jetzt hier von 5 Attributpunkten oder so. Also wirklich jetzt nicht sehr viel. Und ich hatte, glaube ich, damals irgendwie 8 Freunde oder sowas, die ich eingeladen habe. Da war ich schon sehr stolz drauf, muss ich sagen, ja. Und ich glaube, irgendwie 3 oder 4 waren von denen keine reellen Freunde, ja. Die habe ich mir so zusammengefarmt, damit ich ja, ein paar Attributpunkte mehr bekommen habe, ja. Ansonsten, die Charakterbeschreibung unverändert zu heute. Na doch, na nicht ganz. Hier habe ich ein bisschen was geändert. Ansonsten ist hier oben der Rang zu sehen und seine Klasse. Ja, die Ehre, wie viel Ehre man damals hatte oder heute. Seine Rüstung hat man hier gesehen, sein Greifendrache, sein Reittier also sozusagen. Ja, aber mein Spruch von damals von der alten Gilde, der ist immer noch da. Der Charakter. Und der wird auch niemals
ja, gelöscht werden, aus Ehren einfach, zu Ehren meiner alten Gilde, weil damit ja eigentlich alles begonnen hat und ja, deswegen wird er immer drin bleiben. Hier könnt ihr selbst erstellen. So, wir schauen mal ein bisschen meiner aus. Jetzt erkläre ich das Ganze nochmal, was ich eben erklärt habe. Ja, das ganz super. Jetzt hat der Zukunfts- oder besser gesagt der Gegenwarts-Dorzer das erklärt, was der Vergangenheits-Dorzer jetzt gerade euch erklären möchte. Was jetzt automatisch auch wieder in der Gegenwart wäre. Ja, das ist irgendwie sehr deep. Auf jeden Fall und auch. So, wir schauen mal ein bisschen weiter. Hier eigentlich von aus. So. Echt im Laufe des Spiels. Also, der Vergangenheits-Dorzer erklärt das, was der Gegenwart-Dorzer euch jetzt erklärt hat, für den Zukunfts-Dorzer quasi, der dann später noch das Video sehen wird. Ah, wir lassen das. Wir lassen das. Ja, auch durch die... So, wir schauen mal weiter. Prämie. Ah, jetzt kommen wir zum Sammelalbum. Und hier ist das Sammelalbum. Ja, sehr vorbildlich. Kam auch jetzt mittlerweile ein, zwei Bildchen kamen da mehr dazu als 1700 damals. Ja, aber auch sehr vorbildlich. Wir haben damals auch nur noch die Gildenportale oder die Dungeon. Irgendwie ein, zwei Dungeons noch gefehlt oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Oder waren das nur Gegenstände? Nee, Monster waren auch schon mit dabei. Das ist bei mir eigentlich so gut wie. Ja, Alter, wie das noch hier aussieht, so komplett ausgegraut. Das sieht heute auch alles komplett anders voll aus, ey. Das Sammelalbum ist dafür da. Ihr erhaltet. Ja, das wissen wir. Wir sehen jetzt hier oben, dass der Tavern-Button blinkt. Das heißt. Unser Quest ist fertig. Die Animation damals so. Komplett instant das Leben weg. Ja. Heute sinkt ja der Lebensbalken so ein bisschen. Damals war er komplett Zack. Weg einfach. So sieht der Zack. Kampf hier aus. Relativ unspektakulär natürlich. Jo. Nachher wird es am Ende. Zum Anfang ist die Taverne relativ ausgeglichen, aber zum späteren Spielverlauf ist es eigentlich nur noch ein Durchgang. Wir sehen jetzt hier, wir haben Erfahrung bekommen. Genau, und Gold. Zum Beispiel gibt es auch Wertgegenstände. Bei mir mehr. Gildenbonus, ja, da komme ich nachher. Inklusive 140er Gildenbonus, 6% Turm. Okay. Soweit war ich damals also gewesen. Posteingang, hier Wert wird ab. Das ist auch sehr interessant hier. Posteingang. Also bei Charakter waren wir stehen geblieben. Posteingang sah damals so aus, ja. Da hat sich auch enorm viel getan, muss ich sagen. Unglaublich. Unglaublich, wie das Ganze damals angezeigt. Gezeigt, ob jemand Post bekommen hat oder ob ihr angegriffen wurdet. Ja, das zum Beispiel hier können wir bis heute den Kampf anzeigen lassen. So sehen sie. Ja, da hat man jetzt eben gerade nochmal gesehen, wie viel man eigentlich an Schaden, glaube ich, ausgibt. Ja, hier. Vom Black Pearl, ich glaube, den gibt es heute auch noch. Weiß ich nicht. Kampf hattest du, dein Gegner nach vier Runden, der hat die Runden mitgezählt. Das ist schon cool. Das gibt es heute irgendwie nicht mehr. Kampf anzeigen lassen. So sehen zum Beispiel die Kämpfe aus, die relativ ausgeglichen sind und auf einer Ebene. Das sieht so komisch aus, ne? So sieht aber auch alles Gewöhnungssache, ja. Alles Gewöhnungssache. Heutzutage finde ich, damals sah es nicht komisch aus, weil man war nichts anderes gewohnt. Heute sieht es komisch aus. Das in etwa aus, ja. Und so wird es auch mit der neuen Version sein. Ja, mit 3.0. Für die Leute, die da schon Sorgen haben, da höre ich auf oder so. Ihr gewöhnt euch da schneller dran, als euch lieb ist, sag ich mal. Ich denke mal, in ein, zwei Wochen wird das Ganze schon gar kein Problem mehr sein. Ja. Und hier sind wir jetzt gerade bei der Gilde. Ja, so sah damals die Gilde aus. Natürlich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier hat man die Angriffe, die Verteidigung hier, die Raids, die man noch hat. Sein Dämonenportal hatte man hier gesehen. Gilde. Ja. Und man hatte hier so einen ganz kleinen Gilden-Chat gehabt. Also, und ich glaube, man konnte, der war irgendwie damals auch immer verbuggt gewesen so. Der war irgendwie, keine Ahnung, konnte man da nicht so richtig hochscrollen oder runterscrollen. Ja, damals noch Offizier hier gewesen. Und auch unter den anderen Leuten, die waren damals, wie gesagt, alle höher als ich. Und das war halt mein Hauptziel gewesen, ne? So hoch wie möglich zu kommen, Rang 54 in der Ehrenhalle gewesen. Hier unten sehen wir schon, wir fangen erstmal von unten an. Den Gilden-Chat. 20 von 50 Leute. Doch, geht da hier wird fleißig schon aber nicht ausgetauscht und Glückwunsch gewünscht. Und ja, ihr könnt eine Gilde gründen für 10 Gold und natürlich eure Mitspieler und Freunde und Verwandte und Bekannte einladen, die auch im Forum gefunden haben. So, ja, das Weitere. Wir haben damals so viel, oder ich besser gesagt, ich habe da so viel Werbung für die Gilde hier gemacht im Forum. Beiträge und Vorstellungen und sowas alles, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, was ich da alles raus... eskaliert habe, damit mehr Leute in unsere Gilde kommen. Nachher war die aber proppenvoll gewesen und da wollten mehr rein, dann ging das nicht mehr, weil wir uns dann auch hochgekämpft haben und ja,
Die Promo hat dann haben wir zum geklappt. Beispiel hier können wir einladen, Profil anzeigen von demjenigen, wo wir gerade draufklicken. Ja, zeig mal. Ja, ich als Offizier, hier sieht man den Rang, das ist unser König hier, der König. Leiter. Dann kommen die Offiziere und dann kommen die normalen Mates. Ich als Offizier kann auch Leute rauswerfen. Da haben wir auch schon den Nosebringer am Start. Und hier sehen wir zum Beispiel, das ist das nächste. Man kann angegriffen werden cool. oder man wird auch angegriffen das ist von cool. Feinden, also von Gegnergilden. Damals der Chat damals. Und ja, das ist eigentlich ganz normal, alltäglich, wenn man in einer Gilde ist. Man kann sich Leute aussuchen, die wir angreifen können. Wir können aber auch angegriffen werden. Wir können aber auch sogenannte Raids machen. Die Raids sind dafür da, um unseren Gildenbonus zu stärken, den wir hier finden. Hier haben wir die Festung, wir können 42 Mitglieder aufnehmen. Noch nicht komplett ausgebaut. Haben einen Bonus von 140% und einen Erfahrungsbonus von 140%. Und durch diese Raids können wir das um 2% erhöhen. Ja, das sind Gildenaufgaben. Genauso wie das Dämonenportal. Ja, schon werdet. Es hält jede Menge aus. Hier unten sehen wir, wie viel Ausdauer es hat. Das geht sogar über den Balken. Das ist eine Gildenaufgabe, da muss jeder mit drauf gut designt damals. Level 99 ist. Und das Ding hier, das pickige Biest, da kam der Crit, resettet sich am Tag um immer 10%. Deswegen müssen wir versuchen, immer ja, so viel Schaden rauszuhauen wie möglich. Schon cool. Schon cool. So, dann haben wir hier das Riesenkatapult. Das ist schon mal ein bisschen weiter. Nur mal so ein bisschen, um zu zeigen, wie das aussieht. Achso, Gildenfight hier. Habe ich den durchgeskippt oder? Nur mal so ein bisschen. Den gucken wir uns ab. Den können wir uns auch ansehen. Nee, ich glaube nicht. Den gucken wir uns aber jetzt nicht komplett an. Haben wir nicht. Gut. Nur mal so ein bisschen, um zu zeigen, wie das aussieht. Ja, sehr gut. Ganz kurz gezeigt. Gut. Das ist hier eine tägliche Aufgabe, die. Ah, cool. Was so, schon mal ein bisschen weiter. Interessiert. Haben 20 von 50 Rats. Jetzt wird es nochmal interessant. Zur Ehrenhalle? Ja, die Ehrenhalle, ey. Boah. Also. So unspektakulär. Die Figuren, die habe ich gar nicht mehr. An die habe ich gar nicht mehr gedacht hier. Die sind mir auch damals, glaube ich, gar nicht so aufgefallen irgendwie. Spieler- und Gilden-Ehrenhalle. Ganz viele Magier hier bei mir am Start. Da ist der Armee damals noch bei uns in Höllschreisfülle gewesen. Ah, es sieht schon sehr. Die Ehrenhalle ist eigentlich. Sehr einfach aus. Ja, der E-Penis von Shakes and Fidget. Ich bin eigentlich schon relativ weit oben. Ja, Top 1000. Natürlich geht es noch immer weiter. Na klar. Hier natürlich auch die Gilde, Rang 54. Und ja, Flames of Destiny damals schon, natürlich. Ganz vorne mit bei gewesen, nicht ohne Grund jetzt die Top 1-Gilde immer noch. Ganz aktive Leute waren damals schon mit sehr viel Motivation am Start. Wir werden uns bis ganz an die Spitze kämpfen, so wie es jede Gilde natürlich vorhat. Ja. Gut, dann haben wir hier die Dungeons. Ja. Ich bin schon in der zweiten Ebene von den Dungeons. Der Märchenturm, persönliche Portale. Und ja, hier der. Jetzt, wo ich gerade auf W27 festhänge hier, der Zirkus, das Terror-Zirkus hier, das ist schon cool. Es gibt eine erste Ebene, wo ihr ein bis neun Dungeons zur Verfügung habt. Wenn ihr die besiegt habt, kommt ihr hier hin. Hier kommen dann die nächsten Dungeons. Das ist so cool. Hier kommt dann ein persönliches Dämonenportal, so wie es in der Gilde auch war, was ich leider heute nicht angreifen kann, weil ich es schon angegriffen habe. Ja, und dann kommt der Turm, den wir vorhin schon hatten. Erstmal zeige ich euch, wo ich hier gerade feststecke. Etage 10 von 10 beim Zirkus. Der ist relativ schwer, den bekomme ich eigentlich nicht so leicht hin. Weil es auch ein Krieger ist. Der kontert mich. Es kann auch, es gibt Konterklassen, zum Beispiel der Krieger counter. Ja, komm. Bogenschütz, der Magier weiter hier. Und so war's. Sind wir nachher auch bald. So, jetzt gehen wir mal hier in die Taverne. Wir können das auch überspringen alles, das mache ich immer, dann geht's fixer. Richtig. Und zack. Level 200. Endlich. Es hat lange gedauert. Die Animation, ey. Aber endlich. Die Animation, wie die aussah, so total und wild. So direkt gleich weitergelevelt. Richtig cool. Wollen natürlich nicht irgendwie, dass wir hier im Nachteil die sind. Animation, Alter, komplett ausgerastet. So, jetzt wird das hier angezeigt. Dorza hat Stufe 200 erreicht. Da kommen auch gleich Glückwünsche und alles sowas. Das haben wir eben schon gesehen. Es kamen niemals Glückwünsche für mich. Oder auch nicht. Weil mich keiner mag. Ja, der Turm, den schaltet ihr frei, wenn ihr alle Dungeons erledigt habt, von 1 bis 9. Das hier ist der 10. Dungeon, 11. Dungeon, 12. 13. Und im Dungeon bekommt ihr drei Mitbegleiter. Wirklich, alles erklärt. Alles erklärt, von vorne bis hin. Ja, ein, dann gehen wir auf den nächsten. Ah, ist das cool. Der Krieger, jetzt kommt der Magier, mein Kundschafter. Das waren noch Zeiten damals.
Und jetzt komme ich an die Reihe. Das wäre cool, wenn ich es direkt besiegen würde, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Na, wir schauen mal. Ah, ein Crit. Das ist auch wieder ein Gegner, ist mit sehr viel Ausdauer und Stärke und er hat mich zweimal weggrittet. Schade. Ja, leider nicht geschafft, aber ihr seht, ihr braucht die Begleiter, um den Gegner hier zu besiegen. Den könnt ihr ausstatten mit verschiedenen... Ja gut, das braucht ihr uns jetzt nicht mehr erklären, das beim Krieger, weiß der Geschulte. Beim Schützen und beim Player heutzutage schon, denke ich mal alleine. Ja, das ist eigentlich soweit zum Turm und zu den Dungeons generell. Gab es noch was? Und ja, die Optionen sind eigentlich dafür da, wofür halt Optionen da sind. Genau. Ja, gut. Das war es eigentlich. Ja, das war es eigentlich. Eigentlich. Soweit zum Video. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Damals nicht, noch Werbung. Könnt ihr auch Kritik da lassen, was ich verbessern kann. Okay. Und Kritik auch noch. Ja, dann würde ich einfach fordere, mal sagen, fordere ich heute gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, lol. Lull. Damals noch richtig mit Outro am Start gewesen hier. Das ist natürlich... Ja, das... das war damals schon sehr aufwendig alles gewesen. Ja, und das war es auch hier mit dem Chasen Fidget 1.0 sozusagen. Der fast ersten Version. Es gab, glaube ich, davor noch eine, die noch ein bisschen minimal irgendwie anders aussah. Aber ansonsten... schon fast somit die das allererste so und ja, dann sind wir hier tatsächlich soweit heute durch, haben alles geschafft hier auf Welt 31 und auf dem Server auch. Müssen wir erstmal zwangsweise stehen bleiben, halt wegen Tintag, und ja, das soll es auch für das heutige Video wieder mal gewesen sein. Folge 100 von Checks and Fidget, eine kleine Special Folge sag ich mal. Musste einfach sein, zum Anlass der 100. Folge Shakes and Fidget. Ein ganz kleines Special. So ein bisschen heute mal in Nostalgie versunken. Das mache ich ja immer ab und zu ganz gerne. Das weiß vielleicht der ein oder andere von euch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann mache ich mal so wie damals. Dann lasst doch, was habe ich denn gesagt, eine positive Bewertung da. Kritik ist erwünscht, ja. Ja, keine Ahnung. Und sonst, was ich sonst damals so gesagt habe. Ne? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die krasse Zeit, die jetzt in den 100 Videos hier vergangen ist. Und ich bedanke mich für alle Leute, die bisher immer noch so am Start sind und die jetzt bisher auch dazu kamen, immer wieder, immer neu. Und es freut mich sehr, dass wir hier so eine geile Zeit haben, auf jeden Fall. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, ein schönes kommendes Wochenende. Und ich verabschiede mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.